Moin Leute. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Pokémon Challenge. Ja, wir machen weiter hier mit Folge, weiß ich nicht, 595 wahrscheinlich. Und yo. Wir werden heute hier den letzten Vortrainer der ersten Arena machen. Letztes Mal haben wir zwei Pokémon noch vor der Arena verloren, was natürlich super bitter war. Aber what can you do? Ich werde den Vortrainer übrigens Louis geben, weil Louis ist unser Starter. Ich finde mal geil, wenn der Starter mal so ein Level mehr hat als der Rest des Teams. Ich weiß auch nicht, warum das irgendwie so ein Bedarfsgefühl, wisst ihr? So, Kana erntet auch Steine, um sie auf böse Leute zu werfen. Nee, Louis, da ziehe ich große Felsen vor. Die sind etwas robuster und machen sich gut für den Körper von gewisse Parteipolitikern und Neo-N-Menschen. So, schön mal zensiert. Sonst kriege ich wieder Ärger mit YouTube, Leute. Ich will doch Werbeeinnahmen haben irgendwann demnächst. Da könnt ihr doch nicht solche Begriffe hier im Chat um die Gegend werfen. Ich stimme euch ja vollkommen zu, aber wenn ich das bringe, dann kommt mir wieder, ja, Kai ist wieder politisch, das geht doch nicht. Wenn du politisch kannst du keine Werbung schalten, nur Arschloch. Juan. Und ich sage, ihr habt da nur vorgelesen, was im Chat steht. So. Einmal gebissen. Von dem kleinen Konfettikäfer hier. So, Bumblebeam! Aber wer war Bumblebeam nochmal? Den Namen kenne ich irgendwie. Ja, Bumblebeam, wer war das nochmal? War das Auto? Nee. Bumblebee. Bumblebee? Oder nee, ist das der Roboter? Ach, ist irgendein Charakter aus irgendeinem Film schon wieder. Mein Kopf spielt mir schon wieder Streiche. So, Louis ist aber wieder am Fighten, ne? Guck mal, Louis kriegt Punkte. Solange ich einen der überlebenden Pokémon bin, soll es mir recht sein, Goggi. So, Silent fragt den 8-Ball, dürfen veganer Leitungswasser trinken? Es kommt schließlich von Wasserhähnen. Ha. Das Monolo zeigt mir die Zukunft, Monka S. Ja, der fand den Witz auch schlecht. Bumblebee aus Transformers. Ah, okay, dann war es doch so ein Roboter und ein Auto. Hey, da war ich ja mit beidem somewhat richtig, Alter. Easy peasy. Ich habe das Movie-Game aber durchgespielt, Leute. Oh, what the heck? Die Moves werden immer crazier, Leute. Ja, der war Vivi-Generator. Das ist der Signature-Move von Victini. What? Warum hast du sowas? So, Louis juckt es aber nicht, der macht einfach Getsuga Tensho und dann ist er vorbei. Ich glaube, es wird Toxipet und Vonaira. Oh Gott. Macht ihr jetzt schon Wettannahmen hier? Ich hoffe, alle überleben, Leute. Stop it. So, Pfiffiön. Pfiffiön. Ja, so war das ausgesprochen. Hä, hat der eine Knolle? Schutztausch, was ist das denn? Tauschveränderung, Verteidigung, Spezial. Ist mir egal, hier tot. Was machst du denn für komische Attacken, Brudi? Hund, hör auf, stop it. Hundi geht komplett bonkers. Er frisst eine Knolle und macht Schutzhaltung. Oder so ein Shit. Wenn die normalen Pokémon schon so Broken Attacken haben, was haben denn erst die Legis? Ja, halt auch noch Broken Attacken, aber da haben wir halt die Legis aus Stats, um das zu untermauern, ne? Da wird's halt noch schlimmer. Ne? Würde für lustig. Ja, ich werde trotzdem mit ran starten. Louis fehlt jetzt 5 KP und Leute, jetzt werdet ihr sagen, Kai, das war nicht so schlimm, das war nicht so wild. Ah, ich gebe mich trotzdem heilen, ist mir egal. Pass auf, nachher überlebt denn Louis irgendeinen Angriff mit 4 KP und ich sage, dann kann ich euch sagen, ja, haha, ich hab's euch gesagt. Ne? War wichtig. Better safe than sorry. Regi Gigas goes boom, ja, maybe. Alter, imagine auch, es gibt ja Leute, die haben schon gesagt, Leute, Kai macht doch einfach für die Erhöhung des Schwierigkeitsgrades random Fähigkeiten an. Also, dass Pokémon random Abilities haben. Und da sage ich dann auch ganz klar nein. Habt ihr schon mal einen Litarking ohne eine Fähigkeit gesehen, die Schnarchnase ist? Wollt ihr das? Do you wanna do that? Ja, ich nicht, auf keinen Fall. Oder wollt ihr, dass wir einen Ninja-Tom fangen, was keine Wunderwache hat? Nee. Warum hat die Arena eigentlich Wassertropfen? Na, kennst du das nicht, wenn du beim Spinnennetz und wenn du das siehst, manchmal frühst morgens, dann sammelt sich da ein Town ran. Ich habe das schon mehrmals in meinem Leben tatsächlich im echt gesehen. Sieht echt cool aus. Also da kann man richtig Fotos von machen, einfach weil es aussieht wie so ein Kunstwerk. Also bei meiner Tante früher im Garten habe ich das öfters gesehen. Da hing immer, das müsst ihr euch vorstellen, die hatte so eine kleine Veranda vor dem Bungalow. Und da war halt so Sitzplatz und so ein bisschen Holz und ein paar Weinreben, ne? Und da hing halt oben rechts an der Ecke zum Eingang immer ein riesiges, fettes Spinnennetz.
Und da hast du früh auch morgens immer so den Tau dran glitzern sehen. Sieht richtig cool aus. Ja, kenne ich. Aber was bringt es, die runterfallen zu lassen? Oder ist das nur Deko? Ich glaube, das ist nur Deko. Ich glaube, eigentlich soll es dir die Route zeigen, wo man langlaufen kann. Also das glaube ich zumindest, aber sicher bin ich mir auch nicht. Fun Fact zu den Wassertropfen, folgst du diesen und gehst du fast alle Trainer. Ja, das, also man kann so ein bisschen halt den, an denen entlang laufen, sag ich mal. Und umgehen tut man aber da Trainer nicht wirklich mit, finde ich. Also habe ich nicht so den Eindruck von, aber... Hey, wer bin ich schon? Also erstmal droppen hier alle, außer die, wo die den Weg lang führen. Also du könntest jetzt halt hier den Weg da oben rechts gehen, ne, dann... Würde man halt diesen Trainer hier zum Beispiel umgehen, na, als Beispiel, da würde man hier nicht unten links lang gehen, sondern halt den Weg hier. Wenn man hier lang geht, dann muss man den Trainer nicht mitnehmen, ne? Also man, also Silent hat da eigentlich schon recht. Ne, man kann halt auch kürzere Routen gehen, indem man halt hier lang läuft, sonst. Aber den Trainer hier nimmt man immer mit, dann kann man noch so. So, Leute, Arenaleiter, ihr wisst, was heißt. 10 Punkte. Für den Fighting-Dude, der jetzt hier reinschlitzen wird. Oder alle, die reinschlitzen werden. Außer Spinny, der kriegt keine Punkte. 66 Punkte. Ja, okay, gut, Zeit hat recht. Neustart. Nein. Wir gehen da jetzt rein, gewinnen und dann kriege ich den geilsten Starter in dieser komischen Illumina City Stadt. Und auf der nächsten Route werde ich auch noch einen Banger-Pokémon fangen. Und dann kommt auch noch Fenrir in den Chat und findet noch den geilsten Arm und dann ist alles cool. Rein hier. Optimismus. Das ist der Optimismus, wo ich mit muss, so, ne? Das ist Bescheid. Muss auch einfach mal ein bisschen, ne? Einfach ein bisschen, ne? By the way, startest du nochmal neu? Oder gibt's dann die nächste Edition? Ne, ich würde nochmal neu starten. Wir sind ja noch nicht beim vierten Orden halt, ne? Wir haben noch einen Relaxo, in Anführungszeichen. Das gibt's auch noch, stimmt. Das wird, glaube ich, diesmal auch ziemlich krass, weil Relaxo ja echt gute Base-Stats hat, ne? Beim letzten war ja unser Relaxo eigentlich recht schwach, sage ich mal, in Anführungszeichen. Wie, du bringst schon wieder meinen Trassler um. Ey, Kana! That's part of the game. Außerdem gibt es ja dann schon wieder einen neuen Erben, ne? Wenn ich nochmal neu starte, kriegt ja wieder jeder seinen neuen Erben. Dann hat Kana zweimal seinen Erben verloren, ihren. Und Kali einmal ihren Erben verloren. Und Fenrir hat einfach noch gar keinen gehabt bis jetzt, ja? Lass uns alle beten, dass wir durchkommen. So, Lady war es schon mal auf jeden Fall Vanilla. Und ich habe leider keine Gesteinsattacke. Da wäre es natürlich ein Banger. Das heißt, der Zauberblatt ist schlecht. Dampfwalze ist schlecht. Clairsmog ist... Warte, lass mal überlegen. Neutral, ne? Gift ist neutral. Gift gegen Käfer ist neutral. Meteorologe lohnt sich nur bei Wetter? Uff. Für das Kana Trasser. Ja, auch für Louis, das Kanimani und alles. Also für alle, ne? Aber man merkt die plus zwei Arenaleiter-Pokémon. Auf jeden Fall. Also vier als erster Arenaleiter ist schon... Das ist schon ein Challenge, Leute. Aber ich habe ja gesagt, ich will das. Ich habe Bock, dass es schwer ist. Haben wir schon mal Ladybug gehabt? Kann ich mir überlegen, was Ladybug für Movepool haben könnte? Ne, wir hatten noch keinen Ladybug. Bin ich mir ziemlich sicher. Wie viele Attacken kann Ladybug bis Level 10 lernen? Ladybug hat Level 1 wahrscheinlich irgendwie Kometenhieb oder so ein Shit. Oder irgendwie so ein Kack lernst, glaube ich. Tackle wahrscheinlich auch noch irgendwo. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was Ladybug für Attacken lernt, ne? Also ich kann mir auch jetzt nicht herleiten, wie viele Attacken es hat. Auch sowas könnte ich wissen. Weil wenn ein Pokémon bis Level 7 drei Attacken lernt... Es ist ja egal, wenn der Movepool randomized wird, er wird trotzdem bis Level 7 drei Attacken lernen. Ne, wisst ihr, was ich meine? Gen 6 hat ja das Credo, Arenaleiter 1 und 2 haben 2 Pokémon und die restlichen 6 haben 3. Das ist halt echt wenig, muss ich sagen. Also vergleichsweise ist schon sehr wenig Pokémon teilweise. Aber wobei, erste Generation war auch nicht so viel krasser, ne? Rocko hatte 2, Misty hatte 2, glaube ich. Major Bob hatte 3. Erika hatte auch 3, glaube ich, in den ersten Generationen damals. Ja, es geht eigentlich. Es ist gar nicht so viel weniger, glaube ich, sogar. Es geht sogar eigentlich. Es ist, glaube ich, nicht so viel weniger, als man denkt. Also, ist klar, gibt man halt schon mal häufiger Arena, die auch 4 Pokémon haben, aber der Großteil hat schon eher 3, sage ich mal. Tendenziell. So, klär's mal, Leute. Koga 4, Sabrina 4, Pyro 4 und Giovanni hat er sogar 5. Echt? Okay. Eissturm. Na, ist okay. Das droppt zwar meine Inne. Oh, der Damage ist sogar actually ziemlich hoch, ne? Eieiei. Eissturm. Okay, da muss ich mal ein bisschen aufpassen, ne? Eissturm.
War es gegen mein Team jetzt nicht so strong, ne? 8 Schaden ist schon ganz schön viel, ne? Fairerweise. Dafür, dass es nur ein scheiß Ladybar ist? Nee, das Matchup verliere ich auf Dauer hier. Das sieht man jetzt schon anhand dem Schaden, den ich mache. Ich müsste halt gegen Ladybar irgendwie physische Attacken machen, weil Ladybar hat einen ziemlich guten Spezialverteidigungswert. Das heißt, alle Spezialattacken prallen hier von dem Pokémon schon ein bisschen ab, so. Ich glaube, das ist direkt der Zeitpunkt für Louis, Leute. Das muss ich leider sagen, so wie es ist. Wir müssen unseren Starter-Trumpf jetzt schon ziehen. Louis muss ran. Flügelschlag. Das könnte sogar echt wenig Damage machen, weil der physische Angriff von Ladybar ist echt schlecht. So, physische Angriffe sind to go, also Psychoklinge. Okay, er hat auch eine Beere. Was ist es für eine? Boah, saftig. Aspel müsste jetzt damit wieder genau noch einen Angriff mehr aushalten. Das heißt, die Sinebeere war für ihn gut. Für mich nicht. Ist aber okay, er muss an. Der Arenaleiter-Theme ist echt ein Banger. Der fehlt echt gut. Ist aber okay, den Flügelschlag tank ich ganz gut. Der Eisschirm macht mir auch keinen Damage. Ist jetzt nicht so die große Gefahr. Ist alles fein bis jetzt, ne? So, er ist Pokémon down. Very good. Oh, what the fuck? Oh, this might go wrong, guys. Oh Gott, Jesus, this might go so wrong. Erstmal haben wir schon festgestellt, dass wir eine solide Flugschwäche haben. Obwohl, jetzt geht's ins wahrscheinlich. Doshu ist ja nicht mehr da. Eieiei, also Porenta ist jetzt nicht ultra stark, aber für so einen ersten Arena das ist schon nicht so übel. Und der packt auch gleich sein Level 12 Pokémon aus. Das könnte ein Destroy-Engine sein, no true. Kanimani wackelt fast im Takt mit. Er ist ein Headbanger. Das sind so die Headbanger in Clubs, weißt du so? Die dann so cool mit dem Kopf wackeln und in der Ecke stehen und beide verschränkt so. Ja, ist die Frage, lohnt sich hier das Spinny einzuwechseln? Also ich habe halt eine Flugschwäche nicht wirklich. Ich habe aber Elektroattacken, die mich aufladen. Das heißt, mein Schaden dürfte gut sein. Und die Heilung ist damit auch ziemlich gut. Für mich ist das ein sinnloser Wackeldackel. Nee, Kanimani ist cool. Ich mochte Kanimani im Pokémon-Anime voll gerne. Kanimani. Das war immer so schön energetisch und so semi-lustig so. Ah, okay, komm, Spinny. Spinny, go, go! Du namensloser Gott der Spinnen. Oh, what the fuck? Nein! Wieso kann der Schlitzer? Och nee, Brudi. Ganz schlecht. Uff. Ja, Sinhelm finde ich gut. Das kann ich jetzt gebrauchen. Oh, Kalimed, so nützlich. Oh, ich hasse mein Leben. Und ich wurde von einem Konter-Mauzi geboostet. Oh, Mann. Kali wäre hier so nützlich. Kali wäre so hard carry. Schlitzer macht ihm gar nichts. Er hat aber vierfach Resistenzen. Den juckt das gar nicht. 35 Verteidigung, ja, pling plong. Der droppt da so ein bisschen von der Schulter ab, so. Da kommt dieser Luigi's Stream-Move, so. Wer ist gestorben? Nee, niemand bisher. Aber wir haben da Porenta zu sitzen, was Schlitzer kann. Und das ist schon ziemlich stark. Ich hoffe, ich bin schneller, ne? Also ich muss jetzt... Oh mein Gott, ich bin nicht mal schneller! Oh mein Gott! Er hat auch noch Kraftwelle, Leute. Ja, ich glaube, es ist ein Game Over. Kali wurde vom Paras-Kampf Kraftreserve beleidigt. War das so? Okay, ah nee, der konnte, da wäre ich fast gestorben, ne? So rum was, glaube ich. Hat wohl Naira gute Verteidigung? Nee, nicht wirklich. Genau das Gegenteil. Die Spezialverteidigung ist ganz gut, ja, aber die physische Verteidigung ist echt kacke. Typische Chanera-Werte halt, ne? Ja, ich würde sagen, das ist los, ne? Also er hat ja noch eine Kraftwelle, das heißt, Nami ist ja wahrscheinlich auch ein One-Shot, oder? Ich glaube, das ist ein Game Over, Leute. Weiß ich nicht, Digga. Muss das? Scheiße. Ich kotze. Oh, was zum Porenta, Dude?
wie kommst du als erster Arena da mit einem Purenta an, was Schlitzer kann? Ah, weiß ich nicht. Wer hat denn am meisten Verteidigung, Leute? Physische Verteidigung ist... Oh, Rana, 23. Das ist actually gut. Also mehr als Louis. Also ich habe bisher noch keinen Flugmove gesehen. Das könnte klappen, ne? Ich habe ja gehofft, dass mindestens zwei überleben, aber jetzt... Ran opfert sich. Ja, stimmt, das Gift könnte actually ein Kicker werden, Leute. Wenn ich jetzt einen Schlitzer kriege und dann kriegt er Gift ab, könnte ich noch was... Könnte noch was reißen. Eieiei. Boah. Oh, ich hätte gern Steinmoves. Stimmt, durch Läuterfeuer hätte ich safe Brandschaden, aber ich weiß gar nicht, ob der liebe Napu da überhaupt zu kommen würde. Unsere Nami Napu. Ich werde auch null Damage machen, Leute. Also selbst wenn ich hier durchkomme... Tarnsteine. Was? Wieso kannst du Tarnsteine, Dude? Dann hätte ich ja doch mein Läuterfeuer durchbekommen. Scheiße. Aber egal, ich habe zwei Schaden gemacht. Yay, I guess. Der Bodenattacke trifft die Bodenattacke. Also ich habe gerade überlegt, ob ich mit Dampfwalze angreife. Weil Dampfwalze senkt die Initiative des Gegners. Aber nur, wenn ich das treffen kann. Und Boden ist aber gegen Flug scheiße. Das bringt ja gar nichts. Das heißt, ich muss jetzt wirklich hoffen, dass er mich angreift, damit ich Gift bekomme. What the fuck? Okay, ich war ein Crit fairerweise, aber trotzdem. Und ich habe nicht mal den Gift bekommen. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Kai, wo ist Felino? Händchen, wo ist irgendjemand, Alter? Dosho ist auch schon gestorben. Sie alle down. Ich glaube, das ist ein Reset, Leute. Nein, ich will nicht mein erstes Game Over haben. No! Oh Mann, die vorige Staffel war so geil. Da hatten wir am Ende wenigstens endlich überstanden. Der zweite Orden lief easy peasy. Und jetzt kommt hier dieses Katastrophen-Game. Das kann doch nicht wahr sein. Sechste Generation ist mein Untergang, Leute. Macht das so viel aus, dass ich die nicht kenne, Leute? Ist das so ein Riesenunterschied, Leute? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, halt, mir fliegt das alles um die Ohren so, weißt du? Ich muss versuchen, ne? Ich muss den Brand versuchen zu kriegen. Ist ein One-Shot, oder? Ah, Nami! No! Aua. Das ist einfach eine Komplett-Rasur. Wenn Kai mich weiter umbringt, destroye ich hier wen. Ja, ich habe einmal 43 KP in Run Row verloren, so. Komplett lost. Ja, ist halt, oh my guess. Ja, gut. Ah, ich krieg ja noch Tarnstein damit. Guck mal, ich versuche mal jetzt zu gucken, wie viel Schaden kriege ich. Die Ente zeigt uns, wer der Lauch hier ist. Ist echt so, Kali, dein Stolunia wäre so gut gewesen. Ich freue das so hart. Obwohl, es hat Kraftwelle, ne? Es hat fucking Kraftwelle, Leute. Also, vielleicht auch... Alter, ja, sicher. Und nochmal ein Crit, Leute. Saftig. Danke, Riot Games. Ja, dann würde ich sagen, dann nehme ich meinen zweiten Trank jetzt auch noch. Und hoffe, dass es diesmal nicht crittet. Sind nämlich meine beiden Tränke auch schon weg. Einmal Schlitzer, der nicht crittet, please. Ah, warum auch? Ach, warum? Wäre ja auch nützlich gewesen. Ich bin auch langsamer. Ja, das ist der Reset, Leute. Mein allererstes richtiges Game Over. Die anderen zwei Restarts waren wegen einem Regelbruch und weil Spielstand verloren aus technischen Gründen. Ja, ich habe auf zwei Tränke gestellt, weil ich dachte so, ja, X ist ja nicht so schwer. Alle sagen, das ist die schwerste Generation, die einfachste Generation ever. Und ich denke so, ja gut, na dann, wenn ihr das sagt, dann nehme ich halt nur zwei Tränke mit, ne? Ist ja okay, kann ich mitleben, ne? Bisher fühlt sich das aber irgendwie nicht so an. Ja, Kana, ich habe es wirklich versucht, ne? Ich hab's wirklich probiert, ne? Ja, Kali, Restart kriegt ihr euren Arm wieder. Also da musst du nicht mal mit Kappa fragen, ist wirklich so. Also Khan hat ja auch jetzt nochmal ein zweites Mal den Arm bekommen. Los, Kana, you can do it! Los, pflück ihn! Ah, das überlebe ich vielleicht. Haha! vierfach geviertelter Damage, den überlebe ich! Ja! Eingeknuspert! Du fiese Ente, du! Okay, ich hätte für Konfusion gehen sollen. Really, ja, Kali ist wirklich so.
Warum soll ich euch den Erben nicht wieder zurückgeben, ne? Ich sehe uns im Jahr 2023 zum 5. Mal diese Edition neu starten. Ey, so schlimm wird's nicht. Oh, ich überlebe es immer noch! Tenkana, Leute, let's go! Confusion! Oh, Verwirrung! Tenkana, Leute. Let's go! Oh, selbstverletzen! Oh, ja, Rambos. Okay, tschüss. Ja, er ist RIP. Game over. Oh, Mann. Ich hasse mein Leben. Why game? Ich habe halt nur ein Pokémon besiegt gekriegt. Ah, oh, die Scham, der Schmerz. Oh, oh. Er hatte keine Flugattacke. Ja, fairerweise. Immerhin, aber er hatte... Ich bin der beste Spieler! Oh, ich bin so gut! Also schlecht, Alter. Uff. Eieiei. Achso, der beste Spieler für Viola. Na klar. Ich will doch nur einmal ein Gardevoir sein. Ey, ich gebe Preisgeld! Das habe ich ja lange nicht gesehen, Leute. Alter, doch, ich bin noch nicht einmal Game Over gegangen. Oh mein Gott. Oh, scheiße. Splish. Nichtskönner. Originale Nichtskönner. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, dann ruft das nach einem Reset, Leute. Der zweite Restart, der erste gut war fairerweise wegen dem technischen K.O., wie man das so sagt, ne? Der Run war wohl schwierig, ja, da sagst du was. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt, das war ein kurzer Stream. Nee, wir starten jetzt direkt neu, Leute. Ich mache jetzt direkt in der Live-Episode, machen wir den Neustart, Leute. Ich mache jetzt mal kurz ein bisschen, deine Wahl war schlecht. Deine Wahl war beschissen. So, ich mach mal Pokémon Lo-Fi Music. Ich brauche mal irgendeine Musik, sonst läuft keine Musik. Das finde ich irgendwie traurig. So, ich mach mal hier eine YouTube-Playlist an. Mach mal ein bisschen leiser. Hast du denn den Randomizer vorbereitet? Ich habe den Randomizer halt jederzeit am Start, ne? So ist nicht. Ich habe die ROM und alles hier. Also ihr könntet jetzt live quasi mitbeobachten. Ich werde euch noch die Punkte geben. Leute, gibt es hier nur Punkte für irgendjemanden? Nein, weil niemand gecarried hat. Das heißt, für den letzten Tod gibt es nochmal 10 Punkte für Brad, der nochmal in der Arena gekämpft hat. Ach Quatsch, wieso Brad? Nee, Louis. Bei mir auf dem Button steht hier noch Brad, lustigerweise. Ich muss das mal umbenennen hier. Dann kriegt die liebe Randa mal 10 Punkte für ihren mutigen Opferversuch. Ich hätte vielleicht den Burn-Effekt kriegen sollen, aber da wusste ich ja noch nicht, dass der Idiot einfach random einfach auf Level 10 Tarnsteine beherrscht und sich denkt so, ja, das setze ich jetzt mal ein. Dann hätte ich nämlich vielleicht den Burn mit Nami durchbekommen, mit Napu. Wäre vielleicht eine Idee gewesen, aber naja gut, machst du nix. So, dann kriegt Kana nochmal ein paar Punkte. Und der liebe Napu kriegt auch nochmal ein paar Punkte. Für den ehrenhaften Versuch in der Arena, Leute. Kana schreibt neue Chance auf Evoli. Ja, da ist die Hose zerrissen, Alter. Mit einem RIP-Schriftzeichen. Finde ich auch geil. Gut, Leute. Machst du nix. Das heißt, du schiebst so deinen Zuschauern, insbesondere den Erben, da sie immer dabei sein können, Punkte zu, weil Gen 6 öfters neu gestartet wird? Nee. Das ist ja random. Außerdem haben sich die meisten gefühlt bis jetzt gar kein Pokémon ausgesucht. Ne? Also Fenrir hatte noch nicht ein einziges. Der hatte schon zweimal die Chance gehabt. Naja, und zudem waren die Topscorer, das kann ich jetzt mal sagen, bis jetzt, warte, das kann ich dann mal aufschlüsseln, die Topscorer waren bis jetzt Lynn, ist kein Erbe. Topscorer bis jetzt ist Lucy, ist kein Erbe. Topscorer dritter ist das Herr Entchen, auch kein Erbe. Also nein, kann ich definitiv bestätigen, ist nicht so. So. Jetzt habe ich natürlich die Punkte noch nicht eingetragen, fairerweise, ne, ist natürlich klar. So, dann machen wir das mal hier, so. Schnell ran die Punkte geben. Oh ne, das waren 3 zu viel, Entschuldigung. Jetzt muss ich doch fair bleiben hier. So. Luigi kriegt seine 15 Punkte noch. So.
Kala kriegt noch 11 Punkte. Kala ist Erbe zweiter Stufe, gibt 10 Bonusprozente, wisst ihr? Das Kala kriegt nicht 10, Kala kriegt 11. Pock. Wir announcen, dass Lord Kai Gen 6 restartet und zum 400. Mal in 3, 2, 1. Ey, das ist das dritte Mal, ja, komm. Seid nicht sad, Leute. Seid nicht mad, Leute. Macht's mir nicht madig. Es macht ja Spaß irgendwie. Bisher ist die Challenge halt so easy verlaufen, dass ich eigentlich froh bin, dass es endlich mal schwer wird. Also ich actually bin happy damit, ne? Also ich kann absolut mit leben, ne? Ich krieg Punkte, weil ich Kai besteche. Ja, das sowieso. Gut, Leute, jetzt mache ich das gleich live mit euch. Das heißt, ich werde jetzt die ganzen Punkte jetzt hier deleten. Die habe ich jetzt gerade alle schön verteilt an die Jungs und Ladies und Gentlemen. Das heißt, wir machen die alle weg, wieder auf Null hier. Und dann heißt es gleich nochmal ein Restart, Leute. Randomization-Prozess dauert ja nicht so lange und Gen 7 kommt noch. Naja, gut, Gen 7 wird ja vielleicht wieder anders, weil Gen 7 kenne ich ja actually. Sonne und Mond habe ich schon mal randomized, habe ich schon mal Nuzlocke. Da kann ich, denke ich, gut mit arbeiten, denke ich. Also vermute ich mal. Ich weiß immer, wo welche Trainer aufplatzen. Die sind nicht mad. Also für meine Seite, ich troll doch nur mit Emotes. Ja, das war nicht schlimm. So, Leute, ich mache jetzt kurz den Randomizer auf und blende euch den hier im OBS ein. Wartet. So. Wo hab ich den Lümmel? Ah, ist der Randomizer. Launcher Windows. Mal auf den Shit. So, ich schnapp mir jetzt das Fenster und das kann ich doch bestimmt safe irgendwie einblenden bei euch, oder? Das kann ich doch bestimmt safe irgendwie reinschmeißen, oder? Fensteraufnahme. So, gucken wir mal. Randomizer. Ah, guck mal, nimmt sich gleich perfekt das richtige Fenster. So. Da ist das Ding. Ich mache ihn doch gerne noch ein bisschen größer, ne? Weil ihr könnt ja dann mitlesen. So, somewhat reicht doch, oder? Ist okay. Ist jetzt mal improvisiert. Und dann entscheiden wir vielleicht mal ein bisschen zusammen. Vielleicht habt ihr ja bessere Ideen, wie man einen vernünftigen Schwierigkeitsgrad hinbekommt. Mal schauen, warum nicht? Vielleicht solltest du Pokémon X spielen. Xerneas symbolisiert Leben und nicht Pokémon Y. Yveltal symbolisiert Tod. Ja, aber X ist halt so, das habe ich halt schon mal im Stream gespielt. Nee, ich will bei Y bleiben. Außerdem müsste ich jetzt die ROM dafür noch runterladen. Nee, das meine ich nicht. Ich bleib schon bei Y. Ich glaub da auch nicht an so esoterischen Kram oder so. Das ist Humbug. So, jetzt die Frage, wo habe ich die ROM gespeichert? Das ist eine gute Idee. Wo habe ich denn die gespeichert? Desktop? Könnte im Download-Ordner sein, theoretisch. Könnte theoretisch im Download-Ordner sein. Das könnte durchaus sein. Ich guck mal auf den Desktop. Habe ich da Download gespeichert? So. Habe ich das auf dem Desktop gespeichert? Nee, ne? Ist das im Download auch drin? Wo habe ich das hingesteckt? Pokémon Y, da ist er. Ach, bei 3DS-ROMs ist sie drin, da bin ich doof. So, warte mal, Emulatoren Games, 3DS-ISOs, da ist er doch. Flachs da nicht rum, Kai. So, Version 1.5 ist auch wieder richtig. So, da ist sie da oben, ne? So, Leute. Pokémon Base Stat Shuffle. Chanera hat nun 250 Base Def und 15 Base KP. Könnte passieren. Bei Kai sind beide ROMs Tod und Verzweiflung. Aktuell ja. Ich weiß nicht, ob das so viel Eindruck macht, dass ich halt diese scheiß Edition nie voll durchgespielt habe. Aber ich glaube eigentlich nicht, weil den Anfang habe ich ja gezockt. Das dürfte eigentlich nicht so schlimm sein. So, ich würde sagen, bei den Base Statistics ändere ich nicht, außer dass ich die XP-Kurven wieder auf alle von allen Pokémon wieder auf Medium feststelle. Heißt, die Level nicht so ultra lange, einfach damit ich nicht so viel Zeit verschwende, ne? Und damit alle Pokémon gleich viele Punkte kriegen, weil wenn Pokémon, die mehr XP bräuchten, würden ja mehr im Kampf rankommen, weil ich sie mehr häufiger trainieren muss und dadurch mehr Punkte kriegen. Deswegen alle Pokémon gleiche XP-Kurve, ne, ist fair. So, Updates, Stats, Generation können wir machen. Das heißt, die Pokémon sind einfach auf dem aktuellsten Stand der Pokémon. Ne? Manche Pokémon wurden ja nochmal in Anführungszeichen gebufft. Ne, verbessert, weil die halt inzwischen zeitgemäß nicht mehr so stark sind. Ich weiß nicht, ich glaube, wie Smetbo hat mal 10 Spezialangriff Base bekommen und was weiß ich, Arbok hat, glaube ich, mal irgendwie Buff bekommen und was weiß ich, keine Ahnung. Kann ich halt nicht alles aufschlüsseln, aber das kann man auf jeden Fall machen, das ist in Ordnung. So, ich persönlich würde Abilities unchanged lassen. Ich finde das generell nicht so eine.
so eine super Sache, weil so viele Pokémon sind ja gebalanced um ihre Fähigkeit. Ninja Tom, Letarking, Regigigas, alle so Sachen, die, wo die Fähigkeit ausmacht, warum das Pokémon so stark ist oder warum es nicht so stark ist. Durengard wurde genervt. Ja, auch zum Beispiel, ne? Ich glaube, da wurde wie 10 Base von der starken Form runtergenommen. Also das hat ja 150 Formen, entweder Angriff oder Verteidigung, je nachdem, in welcher Form es sich gerade befindet. Das wurde, glaube ich, irgendwie 10 gesenkt, glaube ich, oder irgendwie so. Kann ich mich ganz grob daran erinnern. Ich habe mir die Liste mal durchgeguckt. Ist nicht so schlimm. Die Typen würde ich nicht ändern wollen. Bei den Evolutionen werde ich das einstellen, was ich immer einstelle. Die unmöglichen Evolutionen werden ausgetauscht. Die Evolutionen werden einfacher gemacht. Das heißt, auf Level 40 ist jedes Pokémon voll evolutioniert. Fairerweise ist das beim Gegner, beim Trainer aber auch so. Das werde ich auch noch einstellen, weil dann haben wir halt auch auf 40 dann immer maximale Pokémon und die Gegner rennen nicht mehr random mit Taubsi rum und ich muss nicht mit Pokémon leben, die sich Level 57 erst entwickeln, das erste Mal. Fühlt sich nicht so geil an. Leider. Also für Nuzlocke sind halt Pokémon nichts, die sich Level 52 erst entwickeln. Ich würde da zum Beispiel niemals einen Gironimatz oder so benutzen, beziehungsweise Slash Wasserquill in eine Nuzlocke benutzen, weil die entwickeln sich irgendwie echt spät. Weil es, ich weiß nicht, warum das so ein Trend war in der fünften Generation, dass sich Pokémon da so spät entwickeln. Ich keine Ahnung. Wahrscheinlich dachten sich die Entwickler so, das muss so sein, weil die Pokémon erst so spät in der Edition erschienen sind. Also halt erst, weiß ich nicht, kurz vorm 8. Orden das erste Mal aufgetaucht sind. Und da sind sie dann halt noch in ihrer Basisform und noch nicht voll entwickelt. Und deswegen haben die sich so spät entwickelt. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Aber das mache ich auf jeden Fall wieder weg. Hilft uns bisher eh nichts, weil bisher haben wir noch gar nichts entwickelt. Wenn ich ehrlich bin. Bisher ist das Early Game das große Problem für uns. So, Starter-Pokémon. Wir machen es wieder so üblich. Es wird random sein. Und das Pokémon kann sich noch zweimal entwickeln. Da sind dann irgendwie alle Pokémon drin, die sich zweimal entwickeln können. Taubsis, Startervögel, die sich zweimal entwickeln können. Starterkäfer, die sich zweimal entwickeln können. Starter an sich sind drin. Also alles, was im Early Game auch schon mal regelmäßig vorkommt, ne? Aber halt auch so coole Sachen wie Dratini oder Lavita oder Metagross, also Tannhill oder so. Alles sowas könnte drin vorkommen. Ne? Natürlich auch so ein paar Panne wie Azurill oder Togepi, das will ich jetzt nicht leugnen. Aber wir haben ja drei Auswahlmöglichkeiten. Von daher finde ich die Auswahl, die hat bisher in jeder Generation gut geklappt. Da meckere ich nicht. Das fühlt sich bisher immer echt gut an. So, Static-Pokémon mache ich wieder das mit der ähnlichen Stärke, weil das hat sich so gezeigt, dass das eine gute Sache ist, die sich hier im zweiten Versuch deutlich besser angefühlt hat, weil wir halt nicht... vorher habe ich das hier benutzt, ne? Swap Legendaries und Swap Standards, das heißt Standard-Pokémon, die statisch sind, wie zum Beispiel Fossilien oder so, werden durch andere Standard-Pokémon ausgewechselt, aber Standard ist einfach ein sehr breiter Begriff. Standard ist alles, was nicht legendär ist. Da kann halt also kann alles dazwischen sein, zwischen Dragoran und Raupi, sag ich mal, ne? Das ist schon ein bisschen Luck-based, sag ich mal. Deswegen ähnliche Stärke ist okay. Das heißt, ein Pokémon, was am Anfang, was man dir geschenkt, was nicht so stark ist, weil du es am Anfang bekommst, wird doch weiterhin nicht so stark sein. Einfach damit das Power-Level gut gehalten wird. Ich denke, das ist okay so. So, alternative Form, da weiß ich nicht mehr so richtig, was ich mit anfangen soll. Von mir aus, I guess. Sind wahrscheinlich so diese Wolkenformen und so, die können ja halt ihre Tiergeistform und so changen, ihr wisst ja auch. Und Rotom-Waschmaschinen gibt es ja auch, ne? Wahrscheinlich ist das da auch mit drin, ne? Ich nehme es nur mit rein. So, Trades kann ich machen, das ist meistens eh nur das Troll, das mache ich nur für den Unterhaltungsfaktor, weil es immer lustig ist, wenn dir ein gegnerischer NPC, also ein NPC, kein gegnerischer, ein Pokémon mit dir tauschen möchte und der bietet dir an, hey, hast du Lust, mir dein Lugia zu geben? Ich gebe dir ja meinen Raupi dafür. Das macht man auch immer gerne. Hat aber einen gewissen Comedy-Faktor, ich finde es lustig. Ich glaube, in keiner der 7 Staffeln oder in den 6 Staffeln habe ich bis jetzt einmal einen Ingame-Trade benutzt, nicht einmal. Weil erstens habe ich oft die Pokémon dafür nicht. Zweitens will ich oft nicht tauschen. Ist halt so. So, Moves updaten. Ne? Man kann Attacken verändern. Man könnte irgendwie die Power randomisen. Das heißt, Tackle könnte übel krass sein. Flammenwurf könnte übel schlecht sein. Ist mir auch viel zu viel RNG dabei irgendwie. Ich könnte die Kategorie noch ändern. Also halt, ob das ein physischer oder ein Special Move ist. So, könnte ich einstellen. Die Genauigkeit könnte man randomisen. Ist auch viel zu viel Shit dabei, glaube ich. Metronom only? Nein, so ein Shit mache ich nicht. Das dauert mir auch viel zu lange. Weil Metronom muss ja Spam, damit es klappt. Ne. Fühle ich nicht so her. Das hier sollte man immer bei der 6. Gen lassen. Beziehungsweise gar nicht anmachen, weil in der 7. Generation wurden viele Moves sehr krass verändert. Ne? Zum Beispiel Blutsauger. Blutsauger war vorher echt schlecht. Und danach übel OP. Deswegen, ja. Sollte man nicht machen.
So, Leute, Movesets. Jetzt kann ich euch ja zeigen, was ich eingestellt habe im zweiten Run. Ich habe eingestellt, dass ein Pokémon bevorzugt denselben Typ lernt. Ne? Das heißt ja, randomized Pokémon Movesets, preferring Moves, also bevorzugen Moves, die dem Typ oder eines der Typen des Pokémon entsprechen. Jedes Pokémon wird an wenigstens eine vernünftig, akkurate, schädigende Move haben, um anzufangen. Also auf Level 1. Dachte ich so, okay, klingt ja erstmal nicht schlecht. Und dann habe ich eingestellt, dass wir Reorder Damaging Moves haben. Also der neu platziert die Movesets, die Random Movesets so, dass weniger starke Schadensattacken früher gelernt werden vor denen mit großer Kraft. Habe ich probiert, das hat irgendwie gar nicht gefunden. Also ich habe halt Pokémon mit Level 5 gesehen, die Ladungsstoß beherrschen, 80 Base. Ich habe Pokémon gesehen, die Level 70 Damage Moves haben, Kehrtwende, Käfer, auf Level 5, wo ich denke mir so, ist unreasonable strong, so ist schon ein bisschen broken. Also was habe ich noch gesehen, wo ich denke mir so, auch obwohl ich das da eingestellt habe, war das viel zu stark eigentlich teilweise, was dabei rumkam. Was haben wir noch gesehen? Dimensionsloch ist mir, glaube ich, einmal untergekommen bei irgendeinem Psycho-Pokémon, auch ein 80 Base Move, wo ich denke mir so, ich habe es probiert, es funktioniert nicht so gut. Bin ich ehrlich. Ich finde es schade, weil ich finde die Idee eigentlich cool. Weil das Problem ja an gerandomizten Trainer-Pokémon, das erkläre ich jetzt nochmal, ist ja immer, dass die Pokémon von Trainern ja eigentlich normalerweise in dem Vanilla-Spiel eigentlich einen festen Moveset haben. Das heißt, das ist so, wenigstens haben sich die Entwickler gesagt, so dieses Pokémon kann die und die Attacke, so das ist jetzt nicht ganz so krass, aber auch trotzdem herausfordernd, ne? Das normale Pokémon-Spiel ist ja darum gebalanced, was die gegnerischen Pokémon für Attacken beherrschen. Und was die Trainer halt einsetzen, wo, wie smart die sind. So, jetzt ist das Problem natürlich, dass Trainer erstens manchmal mit den random Movesets nicht so gut umgehen können. Ne? Das ist natürlich ein Problem. Habt ihr gesehen, manchmal haben die Gegner einfach nicht so smarte Moves gemacht. Ich meine, warum hat das Porenta nicht gleich Schlitzer gerade gegen Trasla benutzt? Er hätte es instant one-shotten können. Stattdessen hat er zweimal Kraftwelle benutzt und mir Zeit geschenkt, was ja eigentlich auch nicht smart ist. Das heißt, der Gegner hat actually getrollt und ich habe trotzdem verloren. Und deswegen ist die KI im Spiel so ultra wichtig, weil ich ja nicht weiß, wie klug ist denn die KI des Gegners? Wie klug sind denn Trainer überhaupt? Ja, wie man hier sieht in XY, nicht so smart. Ne? Die spielen doof und gewinnen trotzdem. Und ihr habt es gesehen, ne? War offensichtlich. Deswegen ist immer so die Frage, was macht man als Ersatz so? Also ich habe halt auch eingestellt No Game Breaking Moves, weil da halt nur Drachenwut mit drin ist. Das heißt, wir hätten auch keiner, weder Trainer noch ich, hätten eine Drachenwut-Attacke bekommen. Ja, und das hier habe ich auf, ich glaube, 55% oder so gestellt. Das heißt, die Hälfte der Moves ist zumindest prozentual gesehen ein Move mit guten Damaging Moves. Ne? First Person of Good Damaging Moves 0%. Naja, Silent, das ist hier nur eine additional Chance. Also, so kannst du ja nicht rangehen. Wenn ich 0% der Attacken dazu zwinge, Attacken zu sein, die guten Schaden machen, heißt es ja nicht, dass keine Attacken mit guten Schaden mehr dabei sein können. Sondern das heißt ja nur, dass ich ihn nicht zwinge dazu, einen gewissen Prozentsatz des Move-Pools in Attacken umzuwandeln, die gut sind. Also guten Schaden verursachen, wohlgemerkt. Ne, gut ist ja objektiv, ne, subjektiv wohlgemerkt. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt hier einstelle 55%, heißt das nur, dass immer 55% der Attacken, die ein Pokémon lernt, auch guten Schaden anrichten. Das habe ich gemacht, damit die Pokémon, die der gegnerische Trainer random zugeteilt bekommt, die nur die letzten 4 Attacken ihres Levels kennen, also das, was die letzten 4 Attacken gelernt haben, ne, keine TMs, keine Move-Tutoren habe ich ja alles rausgenommen gehabt nach dem ersten Run, weil es zu broken war. Und dachte, das klappt so, weil dann habe ich so die Hälfte, so ein bisschen über die Hälfte, das heißt, von 4 Attacken hat der Gegner im Schnitt 2 Attacken, ne, das wäre so mein ungefährer Guess gewesen, ne, vielleicht auch mal 3, das wäre okay gewesen, ne, dann hat ein Pokémon vielleicht 3 gute Attacken und einen komischen Status-Move, der ein bisschen troll ist. Das ist ja an sich nicht schlimm gewesen, hat aber nicht funktioniert, finde ich, das war zu krass, oder? Also kam es mir nur so vor, oder was? Es war zu stark. Was, I? Was ist mit I? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Was, wieso I? Wieso steht es bei meinem I im Chat? Ich bin verwirrt, Leute. Ihr habt mich, you got me. Naja. Jedenfalls, weiß ich. Ich finde, es war zu krass irgendwie. Also es war ja offensichtlich zu krass. Ich bin ja gestorben. Und nicht mal knapp oder so, sondern ich bin komplett rasiert worden. Ne, fairerweise. Also ist die Frage, lassen wir es wieder unchanged? Ich bin auch verwirrt. Ich bin auf die Tastatur gekommen. Ach so, ja gut, okay. Ja, wollen wir wieder unchanged lassen? Dann lassen wir die Move-Pools wieder so, wie sie normal sind.
Vielleicht sind die ja in der sechsten Generation nicht mehr so schlecht wie früher. Wobei halt viele Pokémon halt immer noch sehr, sehr bescheidene Moves lernen. Das darf man halt nicht vergessen. Ich wüsste halt sonst nicht, was ich einstellen soll. Ich meine, ich könnte vielleicht den prozentualen Anteil von Good Damaging Moves Forcen vielleicht runternehmen. Kana ist für Lassie normal. Vielleicht auf 33%. Ja, ich habe auch vielleicht unterschätzt, dass unter den restlichen Prozenten ja auch gute Moves sein können, ne? Mein Gedanke war halt folgendes, Leute. Wenn ihr halt, also nehmt ihr an, ihr habt einen Angriffsset, ne? Pokémon lernt Level 1, da ist Level 4, da ist Level 7, da ist Level 10, das und so weiter und so fort, ne? Dann lernt so ein Pokémon ja im Verlauf des Spiels so ungefähr 20 Attacken, schätze ich mal. 15 bis 20 ist, glaube ich, der Standard, schätze ich mal. So aus dem Kopf gerechnet, so 2 Attacken pro Level 10 Level bis Level 100, so 20 Attacken, schätzungsweise, ne? Ein paar Pokémon lernen wahrscheinlich mehr, ein paar weniger. Und mein Gedanke war so, wenn ungefähr die Hälfte davon gut ist, dann hat halt ein Pokémon zu jedem Zeitpunkt im Spiel immer mindestens einen Move, der wenigstens Damage macht. Und das war schon öfters nicht der Fall in der Vergangenheit und das kotzt mich an. Ich spiele gegen Pokémon, das hat übel scary Stats, das ist richtig strong und dann spielst du dagegen und es ist scheiße. Weil es halt einfach schlechte Attacken beherrscht. Das ist langweilig. Also ich fand es langweilig. Wenn ich einen Traunmagil sehe, weiß ich, dass es ein schlechtes Pokémon ist, weil das Pokémon per se schlechte Attacken lernt. Weil es halt eine Steinentwicklung ist. Und Steinentwicklungs-Pokémon lernen einfach nur Scheiße. Weil die halt nur Level-1-Attacken beherrschen. Und Level-1-Attacken sind halt Sachen, die finden Pokémon-Trainer cool, da gebe ich 2 Herzschuppen, hat er gute Moves, gebe ich ihm noch 2 Terms, dann ist der Moveset gut. Aber ein normaler Trainer denkt sich so, was soll ich denn mit einem Traunfugier Level 50, was nur Erstauner, Heuler und Groll kann, das ist doch Scheiße. Also wisst ihr, was ich meine? So, und aus dem Punkt denke ich mir so, irgendwas müsste sich schon verändern, ne? Vom Schwierigkeitsgrad. Würde ich mir wünschen. Das war bisher zu einfach, finde ich. Aber die Frage ist, wie macht man das am besten? Also, worüber balanciert man das? Das war so schon oft die Frage, die ich mir gestellt habe, so, ne? Vielleicht dann lieber 25%. Also, wir könnten mal mit weniger Damage probieren. Das Problem ist, wenn ich habe... Also, nehmen wir mal ein Pokémon, hat weniger Attacken dabei, die Schaden machen. So, ne? So, mein Baller-Date ist vorbei. WB-Lün. Also, wenn ein Pokémon weniger Attacken hat, die guten Schaden erledigen, dann hilft das Reordern ja nicht mehr, weil wenn du nur Reorder machst, gibt es ja gar nicht so viele Attacken, die sich reordern lassen. Wisst ihr, was ich meine? Also, wenn zum Beispiel Pokémon von 20 Attacken 6 gute Attacken lernt, so. Der Rest ist so Tackle, Heuler, Silberblick, Platscher, wisst ihr? Kann ja passieren. Dann werden die Moves ja gereordert nach den... Ich weiß halt nicht, ob das besser ist, ne? Also, ich wahrscheinlich schon. Ich würde sagen, wir lassen die Einstellung noch ein letztes Mal drinne mit deutlich weniger Prozent. Ich will ja schon, ich finde ja Randomness ja gut. Ich nutze ja einen Randomizer nicht, um Vanilla zu spielen. Also offensichtlich bin ich ja jemand, der ein randomizedes Game enjoyed. Einfach, weil man ein Spiel ja dann öfter spielen kann, als immer wieder das Gleiche zu spielen. Also das ist langweilig. So, andere würden dafür halt sich eine Challenge ausdenken, Multiplayer-Games spielen oder Speedrun. Ne? Ich mache das halt über Randomizer. Deswegen, ich probiere das nochmal aus. Wir machen aber weniger prozentuale Moves. Wir machen mal ein Viertel der Moves sind Attacken mit gutem Schaden. Mal gucken, was bei rauskommt. Vorher habe ich 55 ausgewählt, was offensichtlich viel zu viel war. Weil halt, wenn die Hälfte der Attacken halt gut sind, ne, dann haben wir halt deutlich weniger Moves. Aber es sollte halt wenigstens einer von vier, also wenn Pokémon 4 Attacken beherrscht, wisst ihr, bei 25% deswegen ist immer noch ein Move immer stark. Aber dann kommt es vielleicht halt nicht mehr vor, dass ein Pokémon-Level, nicht 30%, 25% habe ich jetzt. Dass bei 4 Attacken ein Pokémon mit 25% Chance auf gute Attacken halt wenigstens zu jedem Zeitpunkt einen guten Angriff hat. Das wäre schon mal okay. Wäre ein gutes Ziel, ne? Vom Gedanken her, wisst ihr? Und die Chance, das sind nicht 30%, oder? Ach doch, oh ja, ihr habt recht, Entschuldigung. Ah, mein Fehler. Ich dachte Mitte 24, so Viertel. Entschuldigung, Dankeschön. Ist richtig. Wär so meine Idee. Ja, ich habe 30 ausgewählt. Tut mir leid. Habe ich nicht gesehen. Wär okay, denke ich. Also ich würde es nochmal probieren wollen. So, ich reorder die auch wieder. Also wenn jetzt ein Pokémon random Tackle lernt und gleich auch noch Flammenwurf, dann lernt er den Tackle früher und den Flammenwurf später. Was ja gut ist, weil die Anfangsmoves sollten nicht broken sein. So, ich werde auch wieder Drachenwut rausklammern, weil Drachenwut ist immer broken. Jedes Pokémon, was bis Level 15 Drachenwut lernt, ist broken.
Weil du halt auf Level bis Level 15 hat jedes Pokémon im Schnitt 40 KP, das habt ihr gesehen ungefähr. Ne, wir waren so im Schnitt, gut, ich nehme meinen Chanera mal raus, ne, mein Vanaira hat ja mehr KP als alle anderen Pokémon. Aber die durchschnittlichen Pokémon haben Level 10 so 30 KP, ungefähr. Das heißt, alles bis Level 15 hat ungefähr 40 KP. Ihr könnt aber so rechnen, ungefähr alle 5 Level gibt 10 KP. Pi mal Daumen. Und deswegen, alles bis Level 15, was Drachenwut lernt, ist immer broken. Deswegen, das klammer ich auch mal draußen, ne? Das ist völlig okay. Guaranteed Level 1 Moves brauche ich nicht, weil diese Entscheidung hier sorgt ja eh schon dafür, dass jedes Pokémon eine reasonably accurate damaging Move to begin with hat. Also ein Level 1 Move, der guten, okayischen Schaden macht. Wär okay, oder? Also für mich klingt's gut. Wir können's probieren. So, Food-Pokémon, gegnerische Pokémon, oder? Werde ich wieder mit Even Distribution machen. Das habe ich vorher auch gemacht. Even Distribution heißt, dass jedes Pokémon ungefähr mal einmal vorkommt. Na, das hat sich bisher immer ganz gut gezeigt und gemacht. Dass halt nicht alle Pokémon halt alle 3, 4, 5 Mal, alle 3, 4, 5 Trainer immer wieder vorkommen. Also die Trainer-Pokémon rein von dem, was es war okay. Fand ich gut. Der Rivale behält natürlich auch seinen Starter durchs Spiel. Klar, warum nicht? Webcam ist aus, dankeschön. So, hier, das habe ich beim allerersten Mal probiert, Leute. Better Movesets, das war die allererste Einstellung, die ich probiert habe. Kann ich ja mal zeigen hier, ne? Ne? Attempts to give Pokémon Trainer Battle Moves better Movesets. Also versucht, gegnerischen Trainer-Pokémon bessere Movesets zu geben, indem es TM-Moves, Tutor-Moves, Eier-Moves, also Pokémon, wo man Attacken von anderen Pokémon erben kann per Ei, per Zucht, und Pre-Evolution-Moves, also Attacken von vorherigen Entwicklungen, alle mit in einen Pool packt. Und sich dann die Moves auswählt, die mit dem Pokémons, mit der Ability, seinen Statusen und anderen Moves synergieren. Das heißt, diese Einstellung versucht direkt zu sagen, okay, ist ein Pokémon, hat Chlorophyll, ist Pflanzen-Pokémon. Ich versuche Sonnentag drauf zu packen ab und zu mal. Und eine Attacke, die mit Sonne synergiert, vielleicht auch eine Feuerattacke. Also halt, diese Einstellung hat direkt versucht, Pokémon smart zu nutzen. Heißt, wenn die Einstellung gesehen hat, okay, ein Pokémon hat hier physisch mehr Angriff als speziell, zum Beispiel Gyarados, dann gebe ich dem Pokémon nicht Hydro-Pumpe als Wassermove, sondern Nassschweif, weil es physisch ist. Das heißt, diese Einstellung war so broken, dass die Gegner auch immer die richtigen Moves hatten für mich. Was ja, ihr habt es ja gesehen, das war ja schon sehr, sehr destructive. Ne? Ich meine, wir haben zwar den zweiten Orden ganz gut gematcht, aber fairerweise war das wahrscheinlich eher Glück, nehme ich mal an. Also sah halt, es gab ja nicht umsonst irgendwie 6, 7, 8, 9 Opfer oder so. Ne, fairerweise. Deswegen das werde ich nicht nochmal nutzen. Das war ein bisschen too much. So, gegnerische Trainer-Pokémon sind auch auf Level 40 voll entwickelt, weil das ja auf meine auch zutrifft. Fairerweise sollte das dann für die Gegner auch gelten. Und ich werde wieder einstellen, einfach nur aus Spaß, dass die Pokémon-Liga, die Top 4, immer ein uniques Pokémon hat. Das heißt, jede Top 4 hat ein Signature-Pokémon wieder. Finde ich auch eine coole Einstellung, die ist sehr, sehr neu. Richtige Moves wie Goldene Zeiten und Silberblick, Luxio? Naja, gut, ne, jetzt bei den Moves merkt man jetzt schon, Silberblick ist gut, um die Verteidigung des Gegners zu senken und Luxio ist ein physisches, offensives Pokémon. Von daher ist ja eigentlich, es ist jetzt natürlich kein krasser, guter Move, so, aber es ist halt schon wenigstens klug gedacht. Goldene Zeiten ist natürlich toll. Aber ich glaube auch nicht, dass dieser Button hier und der Intelligenz, also der Algorithmus, der hier hintersteht, mit jedem Move umgehen kann. Das bezweifle ich einfach mal. Aber grob gesehen hat halt ein Pokémon, was Pokémon pro Trainer ölen. Ja, mache ich auch auf jeden Fall wieder. Also hatte ich auch vorher, reguläre Trainer hatten ein Pokémon mehr, wichtige Trainer hatten ein Pokémon mehr und die Boss-Trainer, also alle Arenaleiter plus Top 4 kriegen 2 Pokémon mehr. Habe ich auch eben eingestellt. Lasse ich auch wieder so, finde ich okay, stört mich nicht. Ich finde es auch kacke, wenn normale Pokémon-Trainer halt ständig nur ein Pokémon haben. Double Battle Mode? Nee, mache ich nicht. Das ist absolut zerstörerisch. Double Battle Mode ist, ist glaube ich, anders broken. Also das würde ich auch, glaube ich, nicht nutzen. Ich fände es zwar interessant, aber es soll auch zu ziemlich viel Errors führen, habe ich mir in dem Wiki durchgelesen. There's a few issues with this mode. In particular, entering a double battle mode with a single Pokémon causes some generation-dependent issues. Gen 6 und 7 wird der Empty Slot gefüllt mit einem Shiny Bisasam, das nichts machen kann. Das nicht agieren kann. Also je nach Generation scheint das zu Fehlern zu führen, deswegen würde ich den auch generell ausklammern.
Außerdem wisst ihr, Double Battle ist in Nuzlocke auch sehr zerstörerisch. Und wir versuchen ja jetzt den Schwierigkeitsgrad ja anzupassen, dass er schwer bleibt, aber nicht mehr ganz so broken ist. Das heißt, ich sollte es mit dieser Einstellung nicht noch schwerer machen. So, wir swappen Mega-Evolvables. Heißt, wenn ein gegnerisches Trainer-Pokémon Mega-Evoluzieren kann, dann wird das Pokémon auch gegen ein anderes ausgetauscht, was das auch kann. Ne? Fairerweise. Heißt ja, ich glaube, der Top-4-Champ hat ja, glaube ich, ein... Warte mal, ein XY, was war denn das? Ein Mega-Meter groß? Das wird dann auch durch ein anderes Mega-Pokémon wieder ausgetauscht. Finde ich auch in Ordnung. Das ist mir eigentlich egal. Legendaries kannst du auch, wenn es die Base-Stärke zulässt, warum nicht? Alternative Form, ja, von mir ist auch, ist doch nicht so schlimm. Ist auch nicht so wild. So. Gardevoir. Zum Beispiel. Ist ja auch ein Mega-Pokémon, genau. So, und Items, also gehaltene Items für Pokémon gebe ich Boss und im wichtigen Trainer, also Rivalen und Arena-Leitern. Normalen Trainern werde ich die nicht mehr geben, das hatten wir eben auch. Also, ihr habt gesehen, viele normale Trainer hatten halt Bären und so ein Shit. Werde ich, glaube ich, auch nicht mehr nutzen. War auch ein Tick zu stark, denke ich. Und ich gebe ihm zwar smarte Items, ne, sensible Items, für die Einstellungen noch nicht gelesen haben, ist so, wenn ein Pokémon halt Items gegeben werden, dann nimmt das Pokémon halt, also da guckt der Randomizer, okay, das Pokémon ist ein Feuer-Pokémon, ich gebe ihm jetzt eher eine Holzkohle als einen Magneten oder so. Ist das, was ich meine? Also es sind halt smarte Items in dem Sinne. Wenn das Pokémon eine Beere bekommt, dann halt mit einem Statuswert, den er auch nutzen kann. Alles solche Dinge, ne? So, highest level only, heißt halt nur, dass das stärkste Pokémon eines Trainers ein Item bekommt, finde ich okay. Glaube ich, war standardmäßig auch so, dass das stärkste Pokémon vom Trainer, vom Arena-Leiter, hatte oft noch eine Sinel oder eine Zitrobeere oder sowas. Das ist schon oft so. Aber Luftballon Taubsie, zum Beispiel sowas geht dann nicht. Also das finde ich eigentlich auch eine sehr gute Einstellung. Also ein Pokémon für Rivalen und Arena-Leiter kriegen noch ein Item obendrauf. Finde ich okay. Warum nicht? Kann man machen. So. Haben wir wilde Pokémon. Das ist ganz einfach. Random. Ähnliche Stärke. Einfach. Gehaltene Items sind random. Schlechte Items rausnehmen. Sonst kriege ich halt irgendwelche Briefe oder Mulch oder so ein Shit. Das ist langweilig. Alternative Formen. Rotom, Deoxys. Note that the traits are randomly shuffled from their base source. Ja, weiß ich nicht. Ah, sieh mal raus. Es gibt da eigentlich sowieso NPCs, die Rotoms und so umformen können, ne? Und bei Deoxys ist es halt random, ne? Ja, ich meine, ich kann es anmachen. Ich glaube eh nicht, dass legendäre Pokémon jemals als wildes Pokémon auftauchen, fairerweise. Von daher ist es eigentlich egal. So, TM-Moves. Keine Game-Breaking-Moves. Ich habe keinen Bock auf Route 1, eine Drachenwut als TM zu bekommen. Finde ich scheiße. Ist doof. So, Keep Field Move TMs heißt Zertrümmer, bleibt Zertrümmer, das ist wichtig. Und hier bei den TMs werde ich auch wieder dafür sorgen, dass so, weiß ich nicht, 60% der TMs wenigstens Attacken sind, die guten Damage machen. Dass wir halt nicht irgendwie, keine Ahnung, 5-mal Platscher und 3-mal Silberblick kriegen, wisst ihr? Ist schon auch ganz okay. So, ich werde auch die Kompatibilität wieder random machen, das heißt, die Pokémon werden halt nicht mehr anhand der Zahlenlisten, also wenn das Pokémon TM13 vorher lernen konnte, dann würde es nach dem Randomization-Prozess ohne diese Einstellung auch immer noch diese neue Attacke von TM13 lernen können. Und wenn TM13 jetzt aber kein Eisstrahl mehr ist, sondern Feuersturm, dann könnte es halt Feuersturm lernen. Wenn da vorher halt Eisstrahl drauf war, was ja bei TM13 so ist, dann könnte jedes Eis-Pokémon Feuersturm lernen, weil es ja Eisstrahl lernen konnte. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen das wieder ändern. Ne? Level-Up-Move-Sanity heißt, dass ein Pokémon, was ein Pokémon eine Attacke durch Level-Up lernen kann, auch die Attacke durch TMs logischerweise lernen darf, was ja irgendwie Sinn macht. Wir folgen auch den Evolutions, heißt eine Attacke, die Pokémon Stufe 1 lernen können auch Pokémon Stufe 2 lernen. Also wenn Bisasam, weiß ich nicht, durch Zufall Aquaknarre lernen kann per TM, dann kann Bisaknosp das auch immer noch lernen. Das macht ist auch sinnvoll, sag ich mal. Smart. Ne? So, ja, mehr muss ich nicht machen. Move Tutor kann ich hier in der Edition nicht randomisen, ist nicht kompatibel. Müssen wir mit leben. Ist so. So, Field Items ist random. Even Distribution heißt, jedes Item kommt so ungefähr mal gleich oft vor. Schlechte Items wie Briefe oder so ein Schmarrn nehme ich wieder raus, weil die bringen halt nichts. Ne? Es gibt halt so viele Schrott-Items in Pokémon inzwischen, so viele Trash-Items, die es mal früher gab, die immer noch irgendwo existieren, aber die halt keiner nutzt. So. Die auch effektiv nichts bringen. So. Da ist auch, glaube ich, zum Beispiel die Prachtfeder mit dabei. Was ist da noch mit dabei? Ich glaube, Mulche sind mit dabei.
alles solche Sachen. Alle die Dinge, die nicht wirklich Nutzen haben, ne? Wobei, nee, Mulch ist, glaube ich, in der Edition hier dabei, weil Mulch kann man doch in XY benutzen, oder? Na, ist egal. Ihr wisst, was ich meine. So, Special Shops ist random. Ich banne wieder schlechte Items, das Übliche. Ich banne auch die Regular Shop Items. Das heißt, wenn dein normaler Shop einen Trank enthält, dann wird dein Grandmeister Shop nicht auch einen Trank enthalten. Das wäre langweilig. So, Overpowered Shop Items bannen wir nicht, weil da sind nur so Sachen dabei wie Lucky Egg und so. Wo ich sage, jetzt ein Lucky Egg ist ja das, was mehr XP gibt. Das finde ich nicht wirklich broken, das ist nur nützlich. Und außerdem sehr teuer, ne? Deswegen, ja. Wir balancen auch die Shop-Item-Prices. Das heißt, wenn ein Item halt gut ist, dann wird es auch teuer sein. Simpel. Evolutions-Items und Mega-Pokémon könnte man... die X-Items sind so... Angriffs... Nee, das will ich nicht. Evolutions-Items, man könnte sagen, jeder... Also irgendein Shop enthält immer einen Wasserstein. Oder irgendein Shop enthält immer einen Funkelstein oder so. Brauche ich nicht, weil die kann man auch finden. Finde ich okay. Muss nicht garantiert sein. So, Pickup-Items, das sind die Items, die man durch Mitnahme findet. Kann man auch mal machen, ist auch cool. So, give necessary to one lucky egg. Don't revert temporary alternative for less unpolyable. Nee, hier nutze ich nichts von. Die Einstellung verstehe ich nicht. Fastest Text, habe ich gehört, ist ganz oft verglitscht. Das ist ganz oft verglitscht irgendwie, glaube ich. Das sind auch irgendwelche Cheatcodes, die nutze ich nicht. Nee. Außerdem ist Text schnell genug, denke ich. So. Habt ihr noch einen Vorschlag? Habt ihr noch eine Idee? Wenn euch nur so irgendwas einfällt, ne, immer ab in Chat. Wir machen das ja hier zusammen. Das ist eine gemeinsame Challenge. Also wenn euch noch was einfällt, wo du sagst, so, boah, Kai, könntest du denn nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, das und das umstellen, so. Wenn ihr irgendeine Idee habt, ab in Chat, ne, gönnt euch, ne. Vielleicht seht ihr ja mehr als ich. Random Trainer-Typen. Ja, es ist halt witzig so, I guess. The random Trainer Class Names und random Trainer Names. Achso, die Trainerklassen meinst du? Es gibt aber bloß Klassennamen. Check this to randomize the class names to new names. Zum Beispiel der Youngster Joey, also der Teenager Joey, könnte ein Gangster werden. Also man kann nur Klassennamen random machen und nicht random Klassen. Also eine Göre wird immer eine Göre bleiben, das heißt nur anders. Also der Sprite wird sich nicht ändern. Dann ist halt Käferfänger Angler. Ja, aber das Sprite würde sich nicht ändern, ne? Also es würde halt nur dastehen, dass es ein Angler ist. Wäre irgendwie komisch, wenn da halt eine Frau steht im Bikini und die heißt nicht Schwimmer, sondern Team Rocket Rüpel oder so. Fände ich komisch. Polyester, das sind auch ordentlich, das sind leider immer dieselben, ne? Also eine Klasse wird durch einen anderen Namen technisch ertauscht. Das heißt, jeder Käferfänger wäre dann immer ein, weiß ich nicht, was gibt's denn noch, ein Asttrainer oder so. Das wäre halt immer dasselbe, so. Also da ist der Gag auch schnell raus, Louis. Ich weiß nicht, ob das so worth is. Ist halt mein sexy. Uff. Also von mir aus können wir es machen. Also ich habe da nichts gegen, so per se. Kann man machen. Ich glaube, es gibt sogar eine Liste, glaube ich. Ne? Ich glaube, bei den Settings kann man hier irgendwo... Yo, Custom Name Editor. Du kannst sogar Custom Names einfügen. So, hier könnte man jetzt quasi hier in den Random Name Editor, da könnte man jetzt random einen Haufen Namen reinschreiben, wenn man Bock hat, ne? Trainerklassen gibt's auch. Na, da kannst du auch Shit reinschreiben, wie du Bock hast. Könnte man machen. Sind dann Arenaleiter auch anders? Ja. Also der Sprite wird, wie gesagt, immer bleiben, aber da steht dann halt, Arenaleiter sind halt Schulmädchen oder so. Oder Schwimmer weiblich. Na, also der nimmt sich ja hier nur den Namen raus und packt einen anderen dahin. Mehr macht er nicht. Ich fänd's geil. Da von mir ist, wenn ihr da irgendwas so willst, überhaupt nicht. Man könnte sogar Sachen noch hier reinschreiben, aber, Arena leider Schulkind. Ja, ist halt jeder Arena da immer Schulkind, ne? Ich weiß nicht. Also, wir können es ja ausprobieren, von mir aus klar. Warum nicht? Ja, ansonsten. Wir könnten noch Rivalen auch noch zwei Pokémon mehr geben, fairerweise. Ich weiß halt nicht, wie gut die Rivalen immer Pokémon-technisch bestellt sind. Da habe ich keine Ahnung, ne? Das Problem, wenn ich das hier extrem erhöhe, hat der Pokémon-Trainer am Anfang, gegen den unser Starter kämpfen muss, drei Pokémon. Weil das ja ein Rivale ist.
Weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben es okay getroffen. Wir haben es jetzt ein bisschen leichter gemacht, I guess. Ich meine, wir können es auch wieder so machen, dass wir vielleicht wieder drei Tränke haben. Wird das denn jetzt eine Zweitrank- oder Dreitrank-Challenge? Müsst ihr eigentlich wissen. Ne? Also, wärt ihr okay damit, wenn wir drei Tränke spielen? Ich fände es nicht schlimmer, weil bisher ist halt schon... Der Schwierigkeitsgrad war vorhanden. Aber müsst ihr... Also, ich glaube auch nicht, dass die Tränke mich jetzt allzu oft gerettet hätten, bin ich fairerweise ehrlich. Also, ich bräuchte jetzt drei nicht unbedingt. Also, das würde ich euch entscheiden lassen, wenn ihr möchtet. Also, ich könnte es halt relativ leicht hinzufügen wieder, ne? So ist nicht. Achso, apropos hinzufügen. Also, ich will auch bei zwei bleiben, das wäre mir egal. Louis ist für zwei, Kana schreibt es okay. Was sagt der Rest vom Chat? Die Mucke ist aber chillig, die Play speichert mir aber an. Die geht dann aber so eine Stunde, schade. 2, 2, 2, dann haben wir wieder ein bisschen Challenge. Drei Tränke bis nach Arena 4, dann 2. Du meinst quasi damit das Early Game entlastet wird? War das eine Idee? Würde ich sogar verstehen. Könnte man beim zweiten Mal, beim nächsten Versuch vielleicht mal machen. Weil das Early Game ist halt wirklich immer das, finde ich zumindest, das Schwerere. Also ist mein Gefühl zumindest. So, ich bin raus für heute. Gute Nacht und viel Spaß noch und Glück. Dankeschön, Gorgi. Dankeschön. Hause rein. Ich glaube, eine Folge mache ich jetzt sogar noch im dritten Versuch. Warum nicht? Ne? Frisst ja kein Brot. So, wir sind jetzt auch bei der Stunde. Das heißt, ich, Leute, ich werde das jetzt mal randomisen. Speichere das jetzt hier mal ab. So, you have sublead a game update, so your game can only be outputted. Ja, bla bla bla, weiß ich. So. Ja, von mir aus, ne? Do as you wish. So. Das dauert jetzt 2 Sekunden. Wenn Louis wieder den Starter bekommt, wissen wir, dass wir nochmal neu starten. So, do you want to save a log file for the randomization performed? Ja, warum nicht? Warum nicht? So, Leute. Your game has been successfully randomized. Below the settings you can give it to other people to produce the same randomization as you just did. Könnt ihr euch jetzt den Seed geben hier. Den seht ihr jetzt gerade nicht, weil das nochmal ein extra Fenster ist. So. So, ist das jetzt der neue Log hier? 31.08. Yes, das ist vom heute. So, und hier müsste jetzt der Ordner drin sein. Den schmeiße ich jetzt hier auf den Desktop wieder. So. Gut, damit haben wir eine neue ROM erstellt. Es gibt einen neuen Randomizer. Es gibt einen neuen Hero im Randomizer. Und damit würde ich sagen, ja, muss ich glaube ich neu starten, ne? Okay. So, dann muss ich jetzt aber ganz kurz mal wo rein. Da muss ich mir ganz kurz mal in den Roaming-Ordner, in den Citra-Ordner, in den Load-Mods. So, und dann werde ich die Randomization, die wir jetzt hier drauf haben. Jetzt wieder der Junge, schreibt schon mal in den Chat, Leute. Wollen wir wieder männlich spielen oder bleiben wir weiblich? Ab in den Chat, ihr dürft wieder entscheiden. Könnt ihr gleich weitermachen mit dem Voting, mit der guten alten Demokratie. So, dann schmeiße ich jetzt den Mod hier rein, zack. Ordner kopiert. So. Aber ich werde mir eine Ersatzkopie wieder mal abspeichern. Ich mache mir wieder ein Backup, Leute. Diesmal mache ich mir Backups, könnt ihr wissen. Und dann kann es losgehen. Wir haben einen neuen Randomizer am Start. Jetzt wieder Junge. Nein, weil du zweimal Glück hattest und zweimal beim ersten Arena gestorben bist und zweimal neu gestartet wurde. Oh, ja gut. Lynn ist für männlich, Alfie ist für männlich, Louis sagt, wir hatten zu wenig weiblich, also weiblich. Louis ist für, Ghana ist für männlich, Entchen und Seile sind für weiblich.
Dann steht es jetzt 3-3 für männlich und weiblich. Gut, Alter. Ich starte schon mal Emulator neu hier. Ach, das kann ich noch schließen hier. So, zack. Kurz neu laden. Schwuppdiwupp, Leute. Ja, ran entscheidet. Sind wir männlich oder weiblich? Fairerweise, ich pause das Spiel mal ganz kurz. Kann ich auch machen. So. Also, liebe Ran, du darfst entscheiden, sind wir männlich oder weiblich in dieser Runde? So, gut, dann machen wir es jetzt so. Laggy, lag, lag. So, jetzt muss ich gleich wieder gucken, wie ich den Spielstand deleten kann. Wird, habe ich gesagt, Steuerkreuz hoch, A, B, ne? Nee, das war nicht. Hier habe ich nochmal den Spielstand gelöscht. Nee! Wie habe ich denn das nochmal gelöscht? Scheiße. Neustart. Wie habe ich denn das nochmal gemacht? Kennt ihr die Kombo noch? Was mit Steuerkreuz A, B, Y oder so, ne? Oder B, Y, ne? Steuerkreuz... Irgendwo hier muss ich das drücken. Steuerkreuz hoch. B, Y. Ah, da ist er. Sollen alle gespeicherten Daten gelöscht werden? Yes. Be gone. So, Leute, dann können wir auch alle Pokémon entfernen, ne? It is back again and above time too. Poke-Icon, Poke-Icon, Poke-Icon. Counter können wir erstmal einschalten, damit nichts gegen. So. Also, okay, wir bleiben bei zwei Tränken. Kaboom! So, wir bleiben auch wieder bei zwei Tränken, Leute. Na, hab mich abgeholt, die Message. Fand ich gut. Nehme ich. Ist cool. I take it. Very good. So. Wir spielen natürlich wieder German. Germanisch. Was ein Chaos, Leute. So, machen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich sag also erstmal für YouTube, ey, danke vielmals fürs Zuschauen, für den Support. Muchos Ehre an die YouTuber draußen, die zugucken hier. Leute, mein allererstes Game Over. Aber es musste ja mal passieren. Ich glaube, jetzt habe ich es hinter mir. It's official now. Ich habe es jetzt hinter mir. So, also 3, 2, 1. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein. Tschüss, ich hab's gern. Ciao. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.